mal bemerkt in deinem Leben, dass es immer wieder zu Situationen kommt in deinem Glaubensleben, in deinem Leben als Kind Gottes, dass du wie aufgehalten bist, wie gestoppt, dass der Feind immer wieder versucht, dein Leben aufzuhalten, nicht sich entwickeln zu lassen, dich abzubremsen, Dinge kommen nicht zustande, Dinge, für die du geglaubt und gebetet hast, sind wie verstopft. Und das, was die Bibel sagt, dass Ströme lebendigen Wassers aus dir fließen sollen zu anderen hin, scheint wie unterbunden, wie verstopft zu sein. Das sind die Pläne und Absichten des Feindes mit deinem Leben. Er möchte, dass du aufgehalten bist, dass die Dinge nicht durchkommen, die Gott für dein Leben geplant hat. Ich habe in einem Bericht gelesen von einem Mann, dem es im Natürlichen ähnlich erging. Das war 1859, als Edwin Drake in Pennsylvania in den USA das erste Mal erfolgreich nach Öl bohrte. Er fand Öl und kurz darauf, 5, 6 Jahre später, baute er eine hölzerne Pipeline, die dieses gewonnene Öl zu einer nahegelegenen Eisenbahnverladestation bringen sollte. Die Eröffnungsfeier war geplant und es brach frenetischer Jubel aus, als das Öl tatsächlich geflossen kam und man konnte es auffangen. Aber kurze Zeit später, schon wenige Minuten später, hörte dieser Zufluss auf. Was war passiert? Zuerst rätselte man und man suchte überall nach Gründen, wieso es dazu gekommen war, dass jetzt plötzlich dieser Zufluss aufhörte, gestoppt war. Man fand heraus, dass die Kutscher, die eigentlich das Öl in den Fässern transportiert hatten, dass sie in diese hölzernen Röhren Lumpen gesteckt hatten, die den Durchfluss des Öls aufgehalten hatten. Es war gar nicht möglich, dass Öl durchfließen konnte. Dieses Beispiel im Natürlichen hat mir erklärt, dass der Feind in unserem Leben genau die gleichen Absichten hat. Da gibt es etwas, was von Gott kommt, und er versucht es zu torpedieren, zu sabotieren, es aufzuhalten, wie zu verstopfen. Dinge sollen sich nicht entwickeln. Dinge sollen stagnieren. Du sollst an bestimmte Aufträge nicht rankommen. Bestimmte Mitarbeiter attackieren dich. Es gibt ganz, ganz viele Situationen, von denen du sicher weißt, wo du genau dieses Gefühl hast. Die Dinge Gottes kommen nicht durch. Sie sind wie verstopft. Und der Ausfluss des Guten, diese Ströme lebendigen Wassers, kommen in deinem Leben nicht hervor. Was tust du? Setzt du dich hin und weinst, klagst du, murrst du gegen Gott, Herr, du könntest doch und nun mach doch mal endlich? Oder was tust du wirklich, um diese feindlichen Aktivitäten zu stoppen und diese Lumpen rauszuholen? Die Bibel spricht immer wieder davon, dass Gott groß ist, dass er Herr der Heerscharen ist, dass das sein Name ist. Er ist größer. Und im Neuen Testament lesen wir, dass der, der in dir lebt, größer ist als der in der Welt. Der in dir lebt, an den du angeschlossen bist, er ist größer. Und du kannst in seinem Namen diese Aktivitäten des Feindes blockieren. Du kannst diese Aktivitäten des Feindes zurückweisen. Du kannst den Feind jagen. Nicht du sollst gejagt sein von ihm, sondern in der Kraft des Geistes Gottes, in der Kraft Gottes, in der Ausrichtung, in dem Sieg Gottes gehst du voran. Gott ist für dich. Nichts kann gegen dich sein. Nichts. In Römer 8 kannst du das lesen. Nichts kann gegen dich sein, denn Gott ist für dich. Der in dir lebt, ist größer als der, der in der Welt lebt. Gott hat mehr für dich.